kann nie wissen, wann die Kumanen kommen. Aber genug davon. Versauen wir uns nicht den Tag. Hör mal, da wir schon hier sind, wie wär's mit einem Spielchen? Warum nicht? Soll ich oder nicht? Nein, besser nicht. Jetzt wird's was. Das war's. Das war's. Noch eine Sache, dann sind wir für heute Abend fertig. Das Ende des Tages einläuten und die Schenken schließen. Ist es nicht noch etwas früh? Ich weiß nicht, wie es in Scarlet war, aber in Ratai machen wir zu dieser Stunde dicht. Außer bei Jahrmärkten und Festen. Dann machen wir gar nicht dicht. Verstehe. Soll ich die Glocke läuten? Wenn du schon fragst. Die Glocke ist außerhalb des Rathauses. Läute sie dreimal. Dann geh zur Schenke beim Marktplatz und sieh zu, dass der Wirt zusperrt. Mach ich. Bevor ich's vergesse, es ist verboten, im Dunkeln ohne Fackel durch Ratai zu gehen. Hier, nimm die. Da ist es. Und der Domherr von St. Wenzel in Olmütz war so besoffen, dass er das Schwein
auf den Marktplatz trug, sattelte und darauf durch das Stadttor ritt. Also wir wussten, dass das nur böse enden konnte. Weshalb Herr Peter und ich losritten und nach dem guten Domherrn und seinem Schwein suchten. Und habt ihr ihn gefunden? Wir spürten das Biest bei einem Koben hinter Kronau auf. Ich meine, das mit der Tonsur auf dem Haupt. Das echte Schwein haben wir nie gefunden, aber der Domherr lag friedlich schlafend im Schweinestall. Gleich und gleich gesellt sich gern. Es scheint, als würde dies auch auf Säue und Prälaten zutreffen. Ein Toast, werte Herren, auf Säue und Prälaten. Gott schütze Ihren Speck. Herr Hans, vergib mir die Störung, aber ich muss... Was musst du? Willst du dich uns anschließen oder uns einen ausgeben? Ich bedauere, aber wir trinken nicht mit Bauern. Das hier ist kein Dorf, du Bürschchen. Nein, Herr. Es ist Sperrstunde. Die Schenke wird jetzt geschlossen. Solange ich hier sitze, wird gar nichts geschlossen. Ist das klar? Wenn das alles ist, darfst du dich verabschieden. Hast du den Verstand verloren? Du kannst dem edlen Herrn keine Vorschriften machen. Der ist reizbarer als ein Bär mit Magenschmerzen. Wenn ich du wäre, würde ich ganz schnell wieder verschwinden. Der Vogt hat mir aufgetragen, die Schenke zur Sperrstunde zu schließen, sodass niemand nach dem Abendläuten die Ruhe stört. Was, der Vogt? Weißt du, der Vogt kann mich mal. Ich schätze, du hast nicht vergessen, wer der rechtmäßige Herr von Rathei ist, oder? Nein, es ist Herr Hanusch. Ach, und ist er hier? Oder versteckt er sich etwa unter dem Tisch? Nein! Tja, dann sind seine Worte leider nicht mal einen Furz im Badehaus wert. Außerdem hat er nur das Sagen, bis ich erwachsen bin. Das kann ja noch eine Weile dauern. Genug! So sprichst du nicht mit mir, klar? Ich bin ein Adliger. Ich bitte Sie, edle Herren, ihr werdet hier doch wohl keinen Kampf anfangen, oder? Und ob, wie wir das werden. Ich werde diesem Bauern zeigen, wo er hingehört. Kruzifix! Was in Herrgotts Namen geht hier vor sich? Was ist? Antworte mir, verdammt! Dieser Ochse hat mich beleidigt. Ich musste ihm eine Lektion erteilen. Indem du dich im Dreck wälzt wie ein Schwein? Ja, das zeugt doch von edlem Verhalten. Herr Hanusch, der Vogt befahl mir die Schenke... Sei still! Halte deinen Mund, du kannst wirklich froh sein, dass du aus Ratzigs Gemeinde stammst. Bist du denn völlig des Wahnsinns? Erhebst die Hand gegen einen Edelmann. Und du, Hans, wie oft habe ich dir schon gesagt, dass es vielleicht gut für die Moral sein mag, sich mit seinen Untergebenen zu betrinken, es deinem Ruf jedoch schadet. Du verbringst all deine Tage saufend und weiberjagend. Was egal wäre, wenn du auch deinen Verpflichtungen nachgehen würdest. Jetzt sehen wir ja, wohin dieses Verhalten führt. Morgen begleitest du mich zu einer Anhörung. Ein paar Gutsbesitzer baten mich, einen Disput zu klären. Du wirst dabei viel lernen können. Ich hatte eigentlich vor, morgen auf die Jagd zu gehen, aber wenn du meinst, ich solle den belanglosen Nörgeleien ein paar alter Narren lauschen, so sei es. So, auf die Jagd? Nun denn, edler Herr, ich sage dir was. Geh ruhig jagen. Wirklich? Oh, gewiss doch. Wer bin ich denn, es zu wagen, den jungen Herrn Carpon seines Spaßes zu berauben? Und Heinrich wirst du als deinen Knappen mitnehmen. Den? Auf gar keinen Fall. Du tust gefälligst, was ich sage. Es ist längst überfällig, dass du lernst, Menschen auch abseits der Wirtshäuser zu führen. Jetzt verschwinde! Herr, ich bin dem Vogt verpflichtet und ich kann nicht... Jetzt nicht mehr! Du bist ab heute Herrn Carpon verpflichtet, klar? Es ist Zeit, dass du lernst, wie man sich in der Gegenwart des Adels verhält. Gehen wir! Sag der Küche, ich bin hungrig. Es war eine lange Reise. Gott sei mit dir. Weißt du... Ja, du bist der Sohn des Skalitzer Schmieds, oder? Der Vogt kann dich sicher gebrauchen. Er hat ein paar Aufgaben für die Skalitzer Flüchtlinge, aber weiß nicht, wer sich wofür eignet. Hat erst gestern deswegen rumgejammert.
ist, macht sie sich ans Werk. Und mittlerweile ist sie richtig gut. Das wundert mich. Hey, du, es ist... Guten Tag, wie kann ich helfen? Du siehst aus, als wärst du... Viel zu tun? Es ist ein Wunder, dass bei all den Besuchern die Tür noch in den Angeln hängt. Was ist denn los? Mir wurde aufgetragen, den Leuten aus Scarlets Arbeit zu geben. Hier gibt's bei Gott genug zu tun. Das Problem ist eher, alle Aufgaben gerecht zu verteilen. Verstehe. Jeder hat Mäuler zu stopfen. Am schlimmsten ist, dass mir niemand sagt, wer am dringendsten Arbeit sucht. Vielleicht kannst du helfen, Heinrich. Wie? Dir gegenüber sind die Scarletzer sicher ehrlicher. Finde heraus, wer die Arbeit am nötigsten hat. Du kannst dann entscheiden, wer was erledigt. Hilfst du mir? Sicher, ich werde tun, was ich kann. Dich schickt der Himmel. Es dauert sicher nicht lange. Du weißt doch, wie die Flüchtlinge auskommen, oder? Frag herum und finde mehr heraus. Um welche Art von Arbeit geht es denn? Der alte Hagen sucht eine Köchin. Und dann brauchen wir noch fünf Träger. Eine Köchin und fünf Träger? Das klingt nicht allzu schwer. Wo liegt das Problem? Nun ja, wir brauchen drei Wasserträger. Die anderen sollen, Scheiße tragen. Oder Exkremente, wie der Papst sagen würde. Du darfst nicht im Dunkeln herumlaufen. Du musst ein Licht haben, so lautet das Gesetz. Toni? Toni? Thank you.
Gibt es jemanden, der mir Genaueres sagen kann? Ja. Der Händler Konrad Hagen ist der, der eine Köchin sucht. Sprich mit ihm. Und der junge Alex wird wissen, wer von den Skalitzern sich am besten eignet. Warum ist das so ein Problem für dich? Tja, sie scheinen sich vor mir zu fürchten. Ich kriege nie eine brauchbare Antwort von ihnen. Wie soll ich da die richtige... Sie sind verzweifelt. Das tue ich ja nicht. Aber ich kann die Arbeit nicht einem Taugenichts geben, der sein Geld dann versäuft. Hallo. Was gibt es zur Stelle als Köchin zu sagen? Da musst du Hagen selbst fragen. Er hat mir nichts Brauchbares gesagt. Vielleicht hat er ja seine Meinung geändert. Was muss ich über die Wasserträger wissen? Wir brauchen drei. Zurzeit erledigen das die Bediensteten der Bürgerschaft. Müssen sie bis zum Fluss hinunter, um Wasser zu holen? Natürlich. Wo sollen sie es sonst holen? Vom Galgenberg? Es ist keine leichte Arbeit, aber jemand muss sie tun. Was kannst du mir über die anderen Träger sagen? Es ist dreckige Arbeit, aber sie muss erledigt werden. Es gibt bei Gott genug für sie zu tun. Bei manchen Leuten läuft's schon über. Klingt widerlich. Wer würde das freiwillig tun? Wenn's sein muss, zahle ich das Doppelte von dem, was die Wasserträger bekommen. Vielleicht hilft das. Mehr muss ich nicht wissen. Dann viel Glück. Was ist denn? Ich hörte, dass eine große Hinrichtung stattfinden soll. Allerdings. Das wird ein glorreiches Spektakel für die Stadt. Jahrelang wird man darüber reden. Wer wird hingerichtet? Die schlimmsten Verbrecher und Geächteten weit und breit. Peter von Dauba, Georg Weiß und Frost Herald. Was haben sie getan? Frag lieber, was sie nicht getan haben. Haben im ganzen Land Ärger gemacht. Wer ist Peter von Dauba? Ein Adliger, der sein Vermögen verlor, hat monatelang Händlern aufgelauert. Das war alles? Anfangs ja. Aber dann schrie seine Bande nach Blut. Sie töteten einen ganzen Trupp, der sie jagte. Der Mann wird nicht ungeschoren davonkommen. Heilige Maria, wie kannst du nur... Was kannst du mir über Herald sagen? Er wird Frost genannt, weil er eiskalt daherkommt, bis er loslegt. In meinem Leben habe ich viele Mörder gesehen, aber dieser hat den Teufel im Leib. Weshalb?
Es heißt, nur die Schreie und das Gewimmer seiner Opfer. Als sie ihn erwischten, hatte er eine Kerze aus einem Kinderarm dabei. Bringt Glück, meinte er. Himmel! Was ist mit Keiner weiß, woher er eigentlich kam, aber es heißt, das Morden begann mit ihm. Er hinterlässt nie Zeugen. Eher löscht er ein ganzes Dorf aus, als das Risiko einzugehen. Hab Dank, Vogt. Das ist alles, was ich wissen muss. Meister Vogt. Nichts weiter. Du darfst nicht im Dunkeln ohne Licht herumlaufen. So lautet nun mal das Gesetz. Wie alle wissen, was... Hey, du. Hey, wo ist deine Fackel? Du kannst hier im Dunkel nicht einfach ohne Licht rumspazieren. Du kannst hier im Dunkel nicht einfach ohne Licht rumspazieren. Thank you.
Hey, pass auf! Die Leute heutzutage. Ich brauche deinen Rat. Weißt du, was sie getan haben? Hast du in den schwarzen Chroniken... Ja. Sag mir, was du weißt. Aber bedenke, dass ich mir nur etwas einfallen lassen kann, wenn du alle Informationen aus... Jeder Henker hat seine eigene Vorgehensweise. Und dieser Bastard könnte etwas anderes... Peter von Dauber hat viele Menschen auf dem Gewissen, ist aber ein Adliger. Sein Kopf wird wohl rollen. Das ergibt Sinn. Seine Verbrechen wiegen schwer, aber er ist ein Adliger. Also erwartet ihn kein unehrenhafter Tod. Georg Weiß ist ein blutrünstiger Bastard, der eine Spur aus Leichen hinterlassen hat. Er verdient keinen ehrenhaften Tod und wird deswegen wohl am Galgen baumeln. Ein Mörder hat nichts anderes verdient. Macht Sinn. Frost Herald ist der Schlimmste. Ein Scherge des Teufels. Seine Taten stellen die eines Dämons in den Schatten. Mit dem wird sich der Henker Zeit lassen. Er wird uns seinen Tod betteln. Wenn ich mich nicht irre, beginnt er mit dem Fleischreißen. Ja, könnte stimmen. Er hat es verdient. Also, haben wir alles, was wir brauchen? Wir haben alle Möglichkeiten bedacht. Mehr können wir nicht tun. Also, wie sieht der Plan aus? Eines Henkers größter... Das wird schwierig. Könnte man es nicht gegen ein anderes austauschen? Das würde er bemerken. Ist schließlich kein gewöhnliches Schwert. Es ist schwerer. Ich könnte deines nehmen und... Das würde ihm auch auffallen. Ein Henker kennt sein Schwert in- und auswendig. Er würde es merken, sobald er es in die Hand... Also muss ich es stehlen, stumpf machen und zurücklegen, bevor einer etwas... Ja, das wird interessant. Und wie mache ich es... Ich dachte, dein Vater wäre Schmied. Es reicht, den Grat zu verhunzen. Das macht auch weniger Lärm. Das sollte genügen.
sein Fleisch. Aber wenn er gleich zu Beginn tot umfällt... Dann steht der Henker dumm da. Aber wie kann ich das bewirken? Ich weiß nicht. Das hängt vom Können des Henkers ab. Ein erfahrener Henker fängt dort an, wo es nicht so heftig... Und der Kuttenberger Henker ist gewiss auf... Ohne Zweifel. Sie verwenden eine spezielle Zange. Eventuell könnte man die Zange mit etwas benetzen. Hm. Ich kenne mich da ein bisschen aus und... Das würde gehen. Was, wenn ich den... Besser nicht. Das sollte genügen. Was ist mit dem Galgen? Wenn das Seil reißt, ist das eine unfassbare Schmach für den Henker. Der Pöbel sieht es als den Willen Gottes an und manchmal muss der Verurteilte dann sogar freigelassen werden. Und wenn ich es austausche? Könnte klappen. Ich habe hier ein altes Seil, das ich nicht mehr verwende. Gut, ich versuche. Und wenn ich es an... Ich bezweifle, dass das klappt. Er würde es vor der Hinrichtung... Das sollte genügen. Was ist... Wenn das Seil... Ich... Unsinn. Aber... Wer setzt dir solch... Und selbst wenn du es so durch... Das hoffe ich doch. Das sollte genügen. Danke.